Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Miss Blush & Beauty und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin für all diejenigen, die mich noch nicht kennen und heute geht es mal wieder im Rahmen meines Formats Rosacea-Plausch weiter. Ja, habe ich mir gedacht, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, da muss ich mal wieder was Neues zeigen beziehungsweise mit euch mal wieder so ein bisschen über diese chronisch entzündliche Hautkrankheit quatschen und was mir da so ein bisschen auch aufgefallen ist, so die letzten Jahre und meine Tipps und Tricks. Und heute wollte ich mit euch über Reizer bzw. reizende Inhaltsstoffe plaudern, die zumindest bei mir sofort für einen Rosazea-Schub sorgen können und was ich mir da so zurechtgelegt habe. Seht ihr jetzt auch im Video. Ja, und dazu habe ich mir auch wieder eine Tasse Kaffee gemacht, ja, wie immer bei meinem Rosazea-Blausch. In dem Fall ist es kalt. Ja, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich vielleicht wundern und sagt, ein kalter Kaffee, kann man sowas nur trinken? Aber heißer Kaffee oder heiße Getränke sind für mich immer totale Trigger. Da kriege ich sofort einen Schub wieder. Und wir haben hier wirklich auch fast 30 Grad. Dementsprechend brauche ich auch eher was Kaltes jetzt zum Trinken. Und weil ich auch gerade Trigger gesagt habe, kommen wir gleich mal zu den Inhaltsstoffen. In dem Fall sind es aber Inhaltsstoffe in der Hautpflege. Also in Sonnenschutz, Cremes, Seren, Gelen, alles was man sich halt so tagtäglich so aufs Gesicht schmiert. Und da habe ich so über die letzten Jahre ja, 5 bis 7 Reizer ja, ausfindig gemacht in Produkten, ne? Weil meistens sind sie ja nicht nur allein enthalten. Ja? Dann würde man sowas ja auch viel schneller erkennen. Manchmal benutzt man Cremes oder Produkte ein paar Tage und fragt sich, was ist denn jetzt da drin, ne, in dieser Creme, in diesem Serum, was ich nicht vertrage. Und das ist dann teilweise ja, so ein Rätselraten oder auch erst, wenn man mehrere Produkte verwendet hat, die vielleicht diesen einen Inhaltsstoff enthalten, dass man weiß, aha, also auf den reagiere ich. Das ist also hier die Krux oder das Problem. Und so war es auch bei mir. Es hat also auch ziemlich lange gedauert, bis ich so den einen oder anderen Inhaltsstoff ausfindig gemacht habe, sagen wir es mal so, den ich einfach nicht vertrage. Wo ich aber dazu sagen muss, ja, den der andere, also ein anderer Rosazea-Patient aber vielleicht verträgt. Ja, ich erzähle also jetzt hier nur aus meiner Sicht, wie auch immer im Rosazea-Plausch, was mir gut tut oder meiner Haut gut tut und was nicht. Und die 7 Inhaltsstoffe, die ich für mich ausfindig gemacht habe, sind erstens Alkohol, also ganz klar, Parfüm oder auch Duftstoffe, dann Urea, dann auch Aloe Vera, das wird den einen oder anderen jetzt schockieren, weil er sagt, also ich schwöre ja drauf, aber ich gehe ja später noch genau darauf ein, was ich damit meine, dann Glykolsäure, eine chemische Peelingsäure, dann noch Sodiumlauretsulfat, eine ja, Reinigungssubstanz, ein Tensid, was in vielen ja, Waschgelen und so weiter enthalten ist. Dann als letztes noch Vitamin C. Also man sieht schon, das sind einige, die dann auch für mich rausfallen, was auch so meine Hautpflegeroutine angeht. Aber da auch nur zu einem gewissen Grade. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal kurz durch. Also Alkohol versuche ich wirklich immer zu vermeiden. Alkohol, vor allem in hoher Konzentration, merke ich, da kriege ich sofort einen Schub. Ich werde rot im Gesicht. Ja, also bei Rosacea, meine Adern oder diese geplatzten Äderchen, die kommen einfach stärker hervor. Es brennt, es juckt und was mir auch aufgefallen ist, kriege ich dann so unterirdische Pickel oder so, ja, so Erhebungen, ja, das meistens dann weggeht, wenn ich dieses Produkt dann weglasse. Also dann weiß ich schon immer, aha, das muss also jetzt an dem darin enthaltenen Alkohol liegen. Es reizt auch meine Haut einfach unglaublich und es trocknet auch die Haut aus, in den meisten Fällen. Aber wie schon gesagt, jeder ist anders. Manche haben gar keine Probleme mit Alkohol. Ich habe aber eine sehr, sehr, sehr empfindliche rosacea Haut und es gibt wirklich fast nichts, worauf ich nicht reagiere. Deswegen auch Parfüm. Na, also auch wenn es reizarmes Parfüm ist im Gesicht, ich merke sofort, wie mein Gesicht heiß wird auch. Dass ich also schon wieder eine Reaktion habe darauf. Man geht einfach davon aus, auch bei Parfüm dass, oder auch ätherischen Ölen, ja, dass diese Aromen, die sehr flüchtig sind, vor allem in Seren oder Gelen, wenn man sie aufträgt, freigesetzt werden und dadurch einfach auch wieder die Hautbarriere irritieren können. Und so ist es auch bei mir der Fall. Also ich merke, wie schon gesagt, sofort eine Reaktion darauf.
Ja, Urea ist wirklich so eine Sache. Vor allem, wenn man trockene Haut hat, ist Urea schon irgendwie auch so ein Hautretter, weil es nun mal auch sehr reichhaltig ist oder generell Formulierungen reichhaltiger macht, es auch okklusiv ist, also auch die Haut abschließt. Aber ich merke halt eben mit meiner Mischhaut, dass es mir teilweise schon zu viel ist. Vor allem, wenn alles so über 5% ist, ne? So Urea-Konzentration über 5% und mehr. Also da merke ich wirklich, wie ich schon anfange, darunter auch zu schwitzen. Und das wiederum begünstigt auch einen Rosazea-Schub bei mir. Dann habe ich auch noch gesagt, Aloe Vera. Da gibt es ja auch wirklich eine ganze Community und Fangemeinde dahinter. Was ich bei Aloe Vera einfach gemerkt habe, ist, wenn ich mir so hundertprozentiges Gel zum Beispiel auf Rötungen oder Entzündungen schmiere, wie ja oft auch geraten wird, dass ich dann merke, dass ich darauf reagiere. Wenn jetzt zum Beispiel in Produkten enthalten ist, wo es eher so in der Mitte, vielleicht auch Ende der Inhaltsstoffliste ist, ja, da habe ich keine Probleme damit. Da habe ich auch schon Cremes vorgestellt, wo auch Aloe Vera enthalten ist, eben auf meinem Kanal. Und da ist es kein Problem. Aber so wirklich, ja, also generell bei diesen Inhaltsstoffen, ihr merkt schon, wenn etwas sehr hochkonzentriert ist, dann weiß ich meistens schon, dass ich eigentlich die Finger davon lassen muss. So geht es mir übrigens auch mit Niacinamide. Niacinamide kann ich oder vertrage ich, wenn es eben auch in zum Beispiel Cremes enthalten ist, also wo auch schon wieder mehr Solutionen sind, also kein Serum, wo es flüssiger ist und auch besser die Haut auch durchdringen kann und wo es dann auch vielleicht eher so in der Mitte der Inhaltsstoffliste ist. So diese ganzen gehypten Niacinamid-Booster und so weiter, da ist mir schon aufgefallen, das wird meiner Haut einfach schon schnell zu viel. Aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, vielleicht muss ich mich da auch noch rantasten. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt niemals euch Niacinamide zeigen werde oder halt eben Produkte sehen mit Niacinamide, diese ganzen gehypten von Balea oder The Ordinary. Ich muss mich einfach nur langsam wahrscheinlich rantasten. Und so ähnlich geht es mir auch mit Vitamin C. Also ich vertrage es einfach nicht in dieser reinen, puren Form, was viele ja auch gerne morgens als Serum benutzen, ne? Ascorbinsäure und auch wirklich das total feiern. Ist ja auch klar, ich meine, Vitamin C ist ein wirklich sehr starkes Antioxidant. Es hilft gegen die Hautalterung, macht den Teint ebenmäßiger, also auch ja, hält auch Pigmentflecken auf im Gesicht zum Beispiel durch UV-Schäden. Bei mir ist einfach aufgefallen, wenn ich das benutze, dann laufe ich den ganzen Tag wirklich nur wie ein Streichholz rum. Und deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich Produkte verwende, wo auch Vitamin C enthalten sein kann. Aber am besten ein Derivat. Ja, da gibt es, die sind so etwas, ja, wie soll ich sagen, sicherer. Die irritieren die Haut nicht so stark wie die reine Vitamin C oder Ascorbinsäure. Und da ist mir aufgefallen, wieder, wenn sie jetzt nicht mega krass dosiert sind oder hochkonzentriert sind und dann noch das Derivat enthalten ist, hat meine Haut damit überhaupt gar keine Probleme. Natürlich weiß ich auch, dass ein Vitamin C-Derivat jetzt nie so vielversprechend, nie so effektiv ist wie ein Vitamin C-Serum. Ja, das finde ich natürlich auch sehr schade, aber mir ist einfach wichtig oder wichtiger, dass meine Haut, meine Rosazea-Haut ruhig bleibt, dass ich ihr trotz allem was Gutes tue, Antioxidantien hinzuführe, aber sie einfach nicht überlaste. Und da sind wir auch schon beim nächsten Inhaltsstoff, ne, bei Glykolsäure, ja auch voll der Superstar, alle hypen den total, also AHA in dem Fall. Aber Glykolsäure ist auch wieder etwas, da brennt meine Haut, die steht im Feuer. Also vor allem, wenn ich irgendwelche Fruchtsäure-Peelings da verwende. Ich weiß, es ist natürlich ein super Anti. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Ne? Es ist super. Es dringt halt auch wirklich gut und tief in die Haut ein. Hat wirklich sehr viele Vorteile, was Anti-Aging angeht. Und ich würde es natürlich auch gerne verwenden. Aber ich weiß, es geht halt einfach nicht. Stattdessen verwende ich gerne BHA. Da habe ich euch auch schon mal ein Video dazu gemacht zum 2%igen BHA. Ja, wie sagt man denn da? Liquid von Paula's Choice, was ich auch im Sommer sehr gerne verwende, weil ich da auch schneller zu verstopften Teigdrüsen und Pickeln neige. Ist ja klar, weil man schwitzt ja irgendwie auch den ganzen Tag. Und das muss ich sagen, das vertrage ich super. Oder alles generell, wo BHA enthalten ist, also Salicylsäure. Trinkt zwar nicht so tief ein wie AHA, also was Anti-Aging angeht, dafür befreit es aber die Poren. Und dafür verwende ich es eben auch sehr gerne.
Als nächstes haben wir noch Sodiumlauretsulfat. Ne, habe ich schon gesagt, das gibt es ja wirklich in Shampoos, Duschgelen und so. Und da macht es mir auch nichts aus. Also Shampoo, ja, und ich habe eine wirklich zickige Kopfhaut auch, sehr empfindlich. Sodiumlauretsulfat trocknet die einfach zu sehr aus. Aber im Körper zum Beispiel habe ich keine Probleme damit. Im Gesicht kann ich es aber auch überhaupt nicht. Also noch viel weniger als auf der Kopfhaut. Das habe ich vor ein paar Jahren gemerkt, als ich irgendwann meinen Reiniger nicht mehr vertragen habe. Den ich eigentlich jahrelang verwendet habe, als ich noch empfindliche Mischhaut hatte, noch keine Rosazea. Und dann, als es so angefangen hat auch und wo ich dann kurz danach die Diagnose bekommen habe, habe ich gemerkt, auf einen Tag auf den anderen, so hat sich zumindest für mich angefühlt, brennt meine Haut, wenn ich diesen Reiniger verwendet habe. Und dann habe ich mich erstmal so damit beschäftigt, welche Inhaltsstoffe kann ich denn überhaupt noch verwenden, was sollte man in der ersten Zeit erstmal vermeiden und so. Und da war unter anderem auch Sodiumlauretsulfat immer gestanden. Und dann habe ich halt den Reiniger umgedreht und habe gesehen, ah, okay, der ist ja da auch, oder dieses Tensid ist ja da auch enthalten und das ist halt nicht so mild, ja, ist jetzt kein Zuckertensid oder so, sondern anscheinend für meine Haut, für meine Gesichtshaut schon wieder zu aggressiv. Und seitdem versuche ich einfach, so gut es geht, Sodiumlauretsulfat in zumindest meinen Gesichtsreinigern zu vermeiden. Genau, das waren also jetzt hier meine 7 Inhaltsstoffe, auf die ich jetzt nicht so gut reagiere, wo ich jetzt die letzten Jahre einfach gemerkt habe, dass meine Rosazeehaut überhaupt nicht gut tut, oder zumindest in einer gewissen Menge oder Konzentration. Vielleicht ist ja auch einer dabei, der euch auch nicht so gut tut. Das könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren schreiben, was das so eure Erfahrungen sind oder ob ihr vielleicht ganz andere gemacht habt. Ja, vielleicht da einige dabei sind, die ihr super vertragt. Das würde mich natürlich auch total interessieren. Ja, und gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, da ich wirklich wöchentlich fast wöchentlich neuen Rosazea-Content poste. Und ich bin auch auf Instagram unter @jasmin_amarena, wo ich immer Updates zu neuesten Videos gebe, aber auch so random Content posts in Bezug auf Hautpflege, Beauty und Lifestyle, was mich da so interessiert. Und dann würde ich auch schon sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, hoffentlich auch wieder beim nächsten Rosazea-Applausch. Bis dahin, ich freue mich schon. Ciao!